Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion 4 gegen 4. Ich mache weiter mit dem Champion. Welcome to Nova. Oh, das ist aber sehr stark. Sehr starke Einheiten. Heldenaura, Magier. Ah, das ist schon strong hier. Behalte ich. Gehe ich erstmal mit dem Berserker. Mach den direkt zum Champion. Und da habe ich doch schon mal eine gute Ausgangssituation. Atome sind nicht schlecht, genau wie Elementare. Die Seedrachen zum Heilen, Rächerin, mega stark. Ist alles mega stark. Blume, macht er die zum Champion? Pyro. Und hier drüben ist ein Grawl. Er hat aber nur leichte, also nur so kleinere Einheiten. Gar nicht irgendwie was Großes, Starkes. Hier ist eine Priesterin. Ja, müssen wir mal gucken. Ich mache wahrscheinlich dann die Heldenaura. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Ja, einfach noch so einen Turm hinstellen. Kann ich mit dem Turm schon mal eine große Armee aufbauen? Da eine Maske dazu gestellt. Das auch ja überlebt. Oh, es hat schon einer verkackt. Hat nichts geschickt bekommen. Hat einfach so verkackt. Hat der Crawler jetzt aber auch gerade so geschafft. So, Meeresdrache. Packe ich hier mit davor. Aber auch eine gute Reichweite. Rein theoretisch könnte ich hier noch ein Feld nach vorne packen. Ich werde ihm dann wahrscheinlich aber auch die Heldenaura geben, dass ich dann so rundherum noch was baue. Ja, macht schon auf 15 ein bisschen was Stärkeres zu schicken, wahrscheinlich den Turtle. Damit die von der Priesterin den Schaden so ein bisschen abfängt. Er hat auch den Champion Buff auf die Blume gemacht. Elektronskins. Der hat auch die Elektronen. Drei Leute damit. Okay, er hat ihn verbessert. Also ich persönlich hätte eher mit der Sakura-Blume angefangen, wenn man es schon mal hat. Auch schon gleich mal zwei Worker. Kann ich ganz entspannt bleiben. Ja, hat leider nicht für die Turtle gereicht. Für den Autosend.
Na, dann warte ich einfach auf. Gibt's zwei Schnecken. Fertig. Ich werde dann wahrscheinlich rechts die Wanderer hinstellen, damit sie die Welle so ein bisschen abfangen. Ja, der Anfang ist wie immer nicht ganz so spannend, wobei er ganz schön verkackt hat wegen einer Echse. Keinen Magieschaden gehabt. So, fangen wir da so ein bisschen die Welle ab, dass sich das ein bisschen aufteilt. Wahrscheinlich geht es dann gleich rüber zu den Elektronen, vermute ich mal. Ja, zwei abgewehrt, das ist sehr gut. Kann der Berserker gut schlitzen. Ja, so will ich das sehen. Aber wie sieht es hier drüben aus? Die Maske weg, Elektronen weg. Ja, wird sich gleich healen. Ah, das schafft er. Das schafft er. Dann schicke ich halt Echsen. Oh, der hat doch nur noch Mini-Leben. So, mehr Elektronen. Oh, Mega Bazooka und Pyrotaktik, wie es aussieht. Blume. Hat mir sehr lange noch hingepackt. Da mal ein bisschen den King noch aufwerten. Eigentlich gleich zwei Blöcke holen. Okay, Schleimfrau ist auf jeden Fall mit dabei. Weiter Echsen. Der kämpft noch mit seinem Batman. So, zwei Echsen rein, macht schon mal vier aus. Und zwei Tsunami. Nächste Runde dann noch so ein bisschen die Frontline aufbauen. So wirklich viele Tanks habe ich jetzt nicht, außer ihn halt. Ich muss dann wieder wahrscheinlich noch mal auf Tanks hoffen. Wobei die Kombo ist einfach schon stark an sich. Muss ich kaum was machen. Okay, nächste Welle kriegt er oben nicht auf die Fresse auf jeden Fall. Take my spear.
Da kommt Stich rein und da hat er keine Verteidigung dafür. Jetzt schon eine Rächerin hinpacken. Ist zwar so ein bisschen overbuild, aber da habe ich die schon mal stehen. Vier Blöcke holen. Bin ich erstmal abgesichert für die nächsten Runden, auch für die 10, die sollte ich locker schaffen mit Trecherin und Berserker. Das ist gar kein Problem. Hat einen Golem gebaut. Das kann das natürlich abwehren. Schicke einfach weiter Echsen. So. Ja. Das sieht doch voll okay aus. Ich will noch einmal eine Aufwertung reinpacken. Und das soll ich eigentlich locker schaffen. Ohne Probleme. Oh, seine Priesterin ist schon weg. Aber die Harpy hat es gehalten. Muss ich mehr Seepferdchen bauen oder das, was ich habe, upgraden? Upgrade. Ja, bin in den Helden. Ich nehme den Helden. Nee. Ja, auf jeden Fall ist hier ein Dino gar nicht schlecht. Hat zwar die Priesterin dabei, aber das war's auch schon. Das kann ich eigentlich drei machen. Bin auch für Stichschaden gut ausgerüstet. Okay, jetzt hat er einen Mana was noch dabei. Aber ganz schön viele verschiedene Einheiten. Ja, 280 abgekriegt. Ja, er hat ordentlich Stich, aber ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 verschiedene Einheiten. Neun verschiedene Einheiten hat er. Das hat wahrscheinlich entweder schon rerollt oder er hat Chaos oder YOLO genommen oder so. Ne, Chaos ist das, wo man jede Runde neue kriegt. Hat zu viele verschiedene Einheiten stehen. Das kann er nicht in einem Roll haben.
Jetzt schicke ich mal nicht großartig was für diese Runde. Mache ich dann lieber nächste Runde. Zwei fette Golems. Muss ja auf die Aufprall-Waves gehen. So, jetzt noch ein Exe kurz reingehauen. Upgrade. Fertig. Ja, sollte an sich reichen. Ex noch mit rein. Meine Mole kriege ich leider nicht noch zusammen. Aber da kommen wir schon gut durch. Sehr gut. Die schleimen halt doch noch ein bisschen mehr ab. Okay, es wird er deffen. Dann schicke ich weiter, Hexen. So. Sich so ein bisschen die Frontline aufwerten. Frontline müsste ich auf jeden Fall noch aufwerten. Ich muss hier drum noch was bauen. So, 8 Echsen, mehr geht nicht. Ja, 540 ist schon fett. Aber kann so gut blocken mit den Schleim. Da brauche ich einen Ogre oder sowas. Mit einem Ogre würde ich durchkommen. Aber da muss ich auch ein bisschen sparen. Ganz so viel bauen wollte ich jetzt nicht. Ja, noch mehr Atome brauche ich jetzt auch nicht. Ich schaue einfach ordentlich Worker rein. Dann wird das schon. Okay, was habe ich ihm geschickt? 420 sogar. Jetzt haben wir noch Pyros hingestellt. Ist also an sich wurscht, was ich ihm schicke. Aktuell wehrt er halt einfach alles ab. Dann bleibe ich einfach bei Auto und kümmere mich da nicht weiter drum.
Auf jeden Fall tue ich da erstmal noch einen Wanderer hin. Als einzige Frontline, die ich aktuell habe. Aber wie gesagt, ich habe irgendwie keinen Grund zu rollen. Die Einheitengruppe und Zusammenstellung, die gefällt mir wirklich sehr gut. Wahrscheinlich kommt die Regerin nicht mal dazu, ihren Mana-Club zu machen, aber das ist auch nicht so schlimm. Hält gut dagegen, gerade mit den Seepferdchen, die heilen wirklich gut hoch. Ja, Koch kommt sogar zum Mana-Club. Gar nicht mal schlecht. Fürst des Todes. Ja, gefällt mir wirklich gut, wie das aktuell aussieht. Oh, der Rote geht jetzt hier voll auf Angriff. Ich bleibe einfach weiter bei Autosend. Aktuell zumindest. Jetzt kriege ich mit leider 500 geschickt. Ja, aber auch fast. Ja, sieht gut aus. Alles abgewehrt. Ganz viele Seepferdchen zum Heilen bauen. So, jetzt sind wir wenigstens auf 100 gekommen. So, dann wird jetzt gesammelt. Blocker habe ich geschafft. Das ist immer nicht schlecht. Das ist immer so das Hauptziel, was ich habe, bis zu 1800 Blocker zu haben im 4 gegen 4. Und ich weiß, das ist gar nicht so leicht, wenn man selber gar nicht so viel geschickt bekommt, weil der andere so wenig Blocker gebaut hat. Dann ist man da ganz weit unten. Holen wir noch ein paar Elementare dazu. Ich habe keine Worker weiter gebaut und bin trotzdem drunter. So, er hat einfach nicht so viel, was er mir schickt. Der ist auch ganz unten. Jetzt schickt er 1100. Das wird interessant.
Hier Frontline down. Okay, die Drachen sind weg. Das halte ich. Sehr gut. Jawohl, halt die hoch. Ah, da ist ja einiges gekommen. Aber alles abgewehrt. Sehr schön. Na komm. Dann einfach ihn noch hin. Und dann baue ich hier drüben einfach noch Wanderer, die das dann so ein bisschen abhalten und gut ist. Kann ich noch was aufwerten? Ja, ihn. Sehr gut. Jetzt bin ich auch wieder gut dabei, was den Einheitenwert angeht. Ist ja wirklich einiges blau. Die ganzen Schweine. Hat ordentlich Pyros, Mana-Rösser. Muss Aufprall mitschicken auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine gute Verteidigung. Und ein Elektron. Ja, die werden lange die wieder zurückhalten. Auf jeden Fall top. Aber gerne haben weiter noch Worker gebaut. Nach der 18. Ich hatte meine 100 schon erreicht. Deswegen sind die aber vom Wert her weiter unten als ich. Und die 10.000 nicht erreicht. Vom Mana-Rösser. Hm. Das hat sich alles so ein bisschen zu schnell zusammengeworfen. Hat sich leider nicht so gesplittet, wie ich mir erhofft habe. Okay, aber die Backline ist down. Ich sollte das halten. Holy shit. Ja, okay. Ich habe getan, was ich konnte. Schade. Ah, ich hatte so einen guten Roll. Muss ich einfach mitnehmen. Na gut. Das war's mit der weiteren Runde Legion 4 gegen 4. Schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Bis dahin. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.